Hallo, ich möchte Ihnen GeoGebra 4.2 vorstellen. Die Version 4.2 ist am 1. Dezember 2012 neu herausgekommen und ich möchte eben zeigen, was für Neuerungen es gibt und darauf hinweisen, wo man vielleicht auch noch mehr Informationen dazu bekommt. Was als erstes neu ist, wenn man GeoGebra startet, da ich das jetzt hier schon gemacht habe, ist es schon wieder verschwunden. Es gibt hier an der Seite ein Auswahlfenster. Der Begriff Perspektive wurde schon in Version 4.0 eingeführt, falls Sie ihn nicht kennen. Es geht darum, dass man die Oberfläche möglichst schnell umschalten kann. Zum Beispiel kann ich umschalten hier auf elementare Geometrie und dann habe ich ein ganz einfaches Zeichenfenster, wo zum Beispiel jüngere Schüler also nicht von irgendwelchen komplizierten Funktionen und Möglichkeiten verwirrt werden sollen. Hier kann ich dann auch wieder zurückschalten auf das übliche Algebra und Grafik, wie man es in der Standardansicht kennt. Zunächst aber mal vielleicht dahin, wo finden Sie Informationen, wenn Sie halt irgendwas noch genauer nachlesen wollen. Wenn man auf die GeoGebra Homepage geht, das ist die Seite, die erscheint, wenn man geogebra.org eingibt, gibt es zum Beispiel hier, zumindest momentan noch, die Möglichkeit, sich über Neuerungen zu informieren. Da gibt es einen Artikel in einem GeoGebra-Blog. Hier wird berichtet über Neuerungen, eine kleine Übersicht auf Englisch. Was aber wichtiger ist, ich habe hier auch Links im Text drin. Wo haben wir es hier? Die Official Release Notes. Es wird hier auch verwiesen auf einen Benutzer, der ein paar neue Möglichkeiten vorgestellt hat. Das werde ich aber auch jetzt gleich machen. Hier auf dieser, unter dieser Adresse findet man also dann die gesamten Änderungen. Das ist zugegebenermaßen ziemlich viel, aber wer es halt ausführlich will, der findet hier alles Mögliche. So. Also das ist schon einiges mehr geworden. Fangen wir aber erstmal an. Wir holen uns das GeoGebra nochmal nach vorne und gucken uns zunächst mal die Oberfläche an. Also da hat sich ein klein wenig was getan. Neben eben dieser Möglichkeit, die Perspektiven hier umzuschalten, da gab es vorher ein extra Menü dafür. So, jetzt hängt es gerade. Ah, na gut. Hat sich ein klein wenig was getan. Und zwar gab es ja schon ab Version 4.0 die Gestaltungsleiste. Die war vorher hier drüben anzuschalten. Da gab es drei Knöpfe zu schließen, ausblenden, beziehungsweise Ansicht in einem Fenster anzeigen. Das erscheint jetzt nur, wenn man hier über dieser Kopfleiste ist. Und die Gestaltungsleiste ist ab sofort hier anzuschalten. Ansonsten aber wie vorher diese Gestaltungsleiste. Für die Algebra-Ansicht habe ich jetzt hier unter der Gestaltungsleiste die Möglichkeit, die Ansicht zu sortieren, nicht nur nach Abhängigkeit, wie es vorher war, sondern eben auch noch Objekttyp und noch andere Möglichkeiten. Das hier ist Hilfsobjekte anzeigen oder nicht, wie man es auch schon kennt. Was sich an der Oberfläche so direkt noch verändert hat, ist hier, dass ich da die Möglichkeit habe, auf ein Eigenschaftenfenster zuzugreifen. Hier habe ich eine gewisse Auswahl. Wenn ich die aber anwähle, egal welche davon, komme ich auf einen Dialog, der mir quasi alle Einstellungen, der mich alle Einstellungen vornehmen lässt, den es hier in GeoGebra 4.2 gibt. Dazu gehören die Anzeigen für die Grafikansicht, also sowas wie Grundeinstellungen für die Achsen. Übrigens kann ich jetzt auch die Achsen anders darstellen. Für uns in Deutschland eher ungewohnt, aber auch Rechts-Links-Pfeile sind eben möglich. Persönlich gefällt mir die ganz gut. Mauskoordinaten anzeigen oder nicht. Oh, das ist eigentlich wie gewohnt. Zusätzlich habe ich hier noch etwas zu dem Layout. Das war vorher alles in dem Menü Einstellungen drin, wurde also alles hier ausgelagert. Das sind also, ich denke, man hat mit dem Sinn ausgelagert, dass das alles Sachen sind, die man einmal einstellt für eine Sitzung und dann eben lässt. Ja, was etwas unglücklich ist, ist momentan, dass die Hilfe für die Werkzeugleiste, die ja immer hier
rechts neben den Werkzeugen zu sehen ist, normalerweise standardmäßig ausgeschaltet ist. Das ist sicherlich ein bisschen ungünstig. Es wurde schon mal angefragt, ob man das nicht ändern könnte. Ich hoffe, es wird auch noch gemacht. Dann gibt es weitere Einstellungen hier. Das sind so spezielle Einstellungen wie welche Winkeleinheit, wie soll der rechte Winkel dargestellt werden und so weiter. Das sind alles Sachen, die waren hier im Einstellungsmenü drin und die sind jetzt hier zu finden. Ja, muss man einfach mal gucken, was man will. Hier Schriftgröße Menü kann ich einstellen. Das heißt, ich kann jetzt eben auch unterscheiden zwischen Schriftgröße Menü und Schriftgröße allgemein. So, was jetzt hier gerade noch nicht ist, sind die Eigenschaften von Objekten, da ich ja noch keine habe. Aber ich kann zum Beispiel Eigenschaften voreinstellen. In Deutschland ist es ja üblich, dass man in Geometrie für Punkte ein Kreuz zeichnet. So kann ich zum Beispiel sagen, egal was für ein Punkt gezeichnet wird, na, geh mal weg, dann sage ich, hätte ich gerne ein Kreuz und das Ganze vielleicht auch ein bisschen größer und vielleicht auch eine andere Farbe oder ich lasse es bei dem Blau. Oder ich möchte es gerne immer blau haben, egal ob es unabhängig oder irgendwas anderes ist. Ich kann aber zum Beispiel auch hier dann sagen, eine Gerade soll grün aussehen. Und wenn ich das dann verändert habe, dann wird beim Neuzeichnen das Ganze also immer so gemacht, so wie ich es gerne hätte. Also hier zum Beispiel, wenn ich eine Gerade zeichne, Punkte und die Gerade wird dann grün gezeichnet. Apropos Farbe, hatten wir gerade eben nicht so ganz deutlich gesehen. Die Farbauswahl hat sich ein bisschen verändert. Das heißt, ich habe mehr Möglichkeiten. Ich kann sogar auch hier ganz individuell mir die Farbe anpassen. Wenn ich feinere Abschattungen oder Schattierungen von einer Farbe haben will, kann ich das also jetzt ganz individuell einstellen. Und bei der Gerade, ja, hat sich da ansonsten nicht so viel geändert. So, wir gucken noch mal kurz die Werkzeuge durch, was sich da getan hat. Der größte Teil ist soweit gleich geblieben. Hier gibt es etwas Neues, eine komplexe Zahl. Im Grunde genommen ist es ja so, dass ich jede Zahl, die ich zeichne, hier umwandeln kann in eine komplexe Zahl. Jo. Offensichtlich kann ich das hier jetzt nicht mehr. Nur wo haben wir es da? Da kann ich eine komplexe Zahl draus machen. Und das kann ich jetzt hier auch direkt machen, indem ich eben mit dem Zeichenwerkzeug gleich eine komplexe Zahl erstelle. Ich kann aber eben auch einen Punkt, den ich vorher gezeichnet habe, anders anzeigen lassen mit komplexen Koordinaten quasi oder als komplexer Wert. Dann der Rest bleibt weitgehend gleich hier. Was neu ist, ist hier dieser Befehl Liste erzeugen. Zum Beispiel kann ich eben mehrere Punkte auswählen und habe dann jetzt gerade eben mal hier eben eine Liste erstellt, die jetzt da vorhanden ist. Bei Listen gibt es auch eine neue Möglichkeit, nämlich hier kann ich sie als Dropdown-Liste anzeigen und kann dann hier etwas auswählen. Soweit ich weiß, oder ich vermute es mal, kann ich da also, oder habe ich die Möglichkeit, dann das abzufragen, zum Beispiel in einem Scripting. Was wurde ausgewählt? Zum Beispiel eine Liste von Funktionen. Das hier, was man hier sieht, das ist leider ein Grafikfehler von meiner Grafikkarte beim Laptop. Wenn es zu schlimm wird, muss ich GeoGebra mal kurz beenden und das neu starten. So, Abbildungen, kam nichts dazu. Hier hat sich ein bisschen was verändert und zwar gibt es jetzt das Stiftwerkzeug in einer veränderten Form. Ich habe immer noch die Möglichkeit rumzuzeichnen. Ich kann immer noch mit rechts das Ganze löschen. Übrigens habe ich gerade noch nachgelesen, dieser Strich hier, der jetzt als Objektstrich auftaucht, ist kein Bild, sondern eine Polylinie. Was leider im Moment nicht möglich ist, ist, dass ich das Ganze festhalte an bestimmten Punkten.
Wenn ich jetzt zum Beispiel also scrolle, dann, Moment, dann sieht man, dass das Bild an der Stelle bleibt. Ich kann das Bild allerdings verschieben. Und hier gibt es noch eine Funktion, absolute Position am Bild, am Bildschirm. So ganz bin ich mir noch nicht bewusst, was das bedeutet. Das kann man auch mit Funktionen und mit anderen Objekten machen, was dann irgendwie so ein bisschen eine komische Wirkung hat. Aber probieren Sie es vielleicht einfach mal aus. Vielleicht hat das für Sie eine Bedeutung. Für das Whiteboard vielleicht ganz interessant, dass dieses Löschenwerkzeug, was ja vor allem zum Beispiel verwendet werden kann, um hier ein Punktobjekt zu löschen, kann man auch als zum Löschen für diese eingezeichneten Linien verwenden. Na, wenn ich da die Größe verende, dann kann ich dann eben genauso wie mit dem Stiftwerkzeug da etwas zeichnen. Neu dazugekommen ist hier diese Freihandskizze erkennen. Ja, das sind alles also Grafikfehler von meinem Laptop. Das hat nicht mit GeoGebra zu tun. Zum Beispiel kann ich hier einen Kreis zeichnen, wenn er rund genug ist, wird er als Kreis erkannt. Ich glaube, man kann auch Quadrate erkennen lassen, aber ich kriege das mit dem Mauszeiger hier nicht hin. Was aber zum Beispiel auch geht, ist, ich kann hier eine Linie zeichnen und die wird dann als eine Funktion angezeigt. Zum Beispiel, wenn ich hier eine Farbe gebe, damit es so deutlicher wird, kann ich also zum Beispiel auch f von 2 eingeben und kriege dann den entsprechenden Funktionswert hier dazu. Das geht aber nur, wenn es eben also eine wirkliche Funktion, soweit ich weiß, ist. Ja, damit, was haben wir hier noch? Ja, das ist eigentlich ziemlich unverändert. Generell zur Funktionalität und den Möglichkeiten muss man ganz klar hier mal auf die Release Notes verweisen, weil da gibt es zum Beispiel hier also die Punkte Improved Tools. Also zum Beispiel wurden diese zwei Werkzeuge, die haben bei uns natürlich andere Namen im Deutschen, wurden verbessert. Ja, gibt es so viele Sachen, kann man gar nicht alle durchgehen oder einzeln ausprobieren. Was man aber sieht hier, Stick und Step Graph, ich glaube, das ist also für Auswertung, also für Statistik. Statistik hat sich sehr viel getan, da kam also ganz viel dazu. Hier ein Slope Field, ein Vektorfeld, vielleicht für manche ganz interessant. Und es gibt auch einige Befehle, die dazugekommen sind aus dem Scripting-Bereich. Oder hier haben wir CRS-Befehle, die dafür verwendet werden können. LaTeX-Befehle, naja, noch so ein paar andere Sachen. So, und jetzt gucken wir uns mal das CRS an, weil das ist ja die große Neuerung in GeoGebra 4.2. Okay, was sicherlich ganz wichtig ist, wo sind wir denn, komme ich auf die Startseite hier, vielleicht hier drauf. Das CRS hat ganz viele Befehle und wenn ich jetzt mal hier, jetzt habe ich gerade den Fehler gemacht, dass ich im Englischen bin, was aber nicht ganz so schlimm ist, schalte ich mal um auf Deutsch. Also das ist ja das GeoGebra Hilfe-Wiki, also quasi das neue Online-Handbuch. Und da gibt es ja zum Beispiel Informationen zu der CRS-Ansicht, die wir uns gleich anschauen. Wie es funktioniert, wenn Sie hier diese Seite mal durcharbeiten, werden Sie wahrscheinlich die wichtigsten Informationen erstmal haben, wie man damit umgeht. Ganz interessant sind hier noch die CRS-Werkzeuge und natürlich die Befehle. Wir gucken uns mal kurz die Befehle an. Auch hier eine große Masse an Befehlen. Muss man sich gar nicht alle auswendig merken. Ich denke, man muss einfach daran gehen, wenn man etwas machen will, einfach mal ausprobieren, ob es funktioniert, beziehungsweise ob es hier eine entsprechende Funktion dazu gibt. Ja, zur Erinnerung auch nochmal, es gibt ja auch seit Version 4.2
hier die Anzeige der Befehle. Und da sollte ich auch irgendwo... Nee, sehe ich nicht. Ich habe gehofft, hier gibt es vielleicht spezielle Befehle für das CAS-Fenster. Gibt es leider nicht hier. Ist vielleicht auch eine Anregung, aber im Grunde genommen ist ja egal. Und zwar nehmen wir mal etwas Algebra, zum Beispiel GGT. Da findet man hier dann eine Liste von CAS-spezifischen Befehlen. Das heißt, man kann dann im CAS diesen Befehl verwenden, der dann aber in normalen Eingabezeile nicht funktioniert. Ansonsten ist das Hilfe-Wiki mit dieser Übersicht der Befehle speziell für das CAS-Fenster sicherlich keine schlechte Stelle. Gehen Sie also hier auf Hilfe und dann der Suchbefehl CAS angeben. Falls man aus Versehen im Englischen landet, kann man dann umstellen aufs Deutsche und dann hier gucken nach den entsprechenden Befehlen bzw. nach den Werkzeugen. Aber jetzt gucken wir uns mal das CAS-Fenster wirklich an. Das Besondere in GeoGebra im Vergleich zu anderen Programmen, die ein CAS anbieten, ist, dass ich jetzt eine Verknüpfung habe zwischen diesen drei Ansichten und natürlich auch der Tabelle, wenn ich sie habe. Das heißt, ich habe also eine volle Interaktivität zwischen diesen ganzen Ansichten. Machen wir als Beispiel eine Funktion x gleich x². Und diese Funktion kann ich auch hier verwenden. Zum Beispiel, indem ich mir berechnen lasse, was ist f von 3. Oder indem ich zum Beispiel eine Gleichung aufstelle, f von x ist gleich 2. Das wird jetzt hier ersetzt einfach, denn ich habe nicht gesagt, was damit gemacht werden soll. Es wird einfach eine Gleichung erstellt. Ich kann aber auch diese Gleichung nehmen und zum Beispiel sagen, löse es mir auf, das heißt, gib mir an, welche Lösung diese Gleichung hat. Und dann kriege ich eben die entsprechenden Werte angezeigt. Was hier schon mal ganz nett ist, ich habe zum Beispiel auch die Möglichkeit, dieses Textergebnis hier raus zu kopieren. Ich klicke rechts hier drauf und kann dann zum Beispiel als LaTeX-Code kopieren oder für OpenOffice, LibreOffice oder eben auch als Bild, wenn ich das in einen Text einfügen will. Wir probieren das gerade mal. Gehen hier auf die Grafikansicht, Text einfügen, Steuerung V, LaTeX und schon habe ich also hier die entsprechenden Werte, wenn ich da die Schnittpunkte zum Beispiel mit der Geraden y gleich 2 anzeigen will. Wichtig ist, da muss man eben den Unterschied beachten, wenn ich eine Funktion im CAS-Fenster definieren will oder irgendetwas anderes festlegen will, darf ich nicht einfach schreiben ist gleich, sondern zum Beispiel, ich sage g von x ist gleich e hoch x zum Beispiel, muss ich ein Doppelpunkt ist gleich verwenden, wie man es auch aus Programmiersprachen kennt. Jetzt habe ich es gerade gelöscht. Und dann bekommt man eine Funktion. Jetzt habe ich mich vertippt da noch. So. Und die wird in der Algebra-Ansicht angezeigt und auch im Grafikfenster. Und ich kann auch hier dann zum Beispiel etwas verändern, indem ich sage, ja, verschieben wir es mal um 1 nach oben. Das wird hier verändert und es wird eben auch hier verändert. Das heißt, ich habe wirklich eine volle Synchronität hier bei diesen drei Ansichten. Ich kann auch zum Beispiel einen Wert hier definieren. Zum Beispiel b ist gleich 2. Und könnte fragen, wann ist denn f von x gleich meinem Wert b? Zeige zum Beispiel das B auch an als Schieberegler
und möchte gerne die Lösung haben. Machen wir es hier. Lösungen sind fest vorgegeben jetzt hier momentan, aber ich kann ja meinen Schieberegler verändern. Ja, das ist etwas ungünstig gerade. Jetzt habe ich gerade die Funktion F und X verschoben. So, hole ich mal den Schieberegler zur Seite. So, also hier der Schieberegler spiegelt also mit und man sieht zum Beispiel auch, dass sich die Lösungen hier eben anpassen. Das heißt, ich habe also wirklich eine volle Funktionalität und nicht wie es vorher war, zum Beispiel eben Näherungslösungen, wenn ich so etwas mache, wenn ich sage, welche Schnittpunkte habe ich, sondern ich habe exakte Lösungen. Apropos exakte Lösungen, ja, also es funktioniert in vielen Fällen. Man kriegt also zum Beispiel auch Lösungen von Gleichungen mit E durchaus raus, sofern es halt sinnvoll machbar ist. Wenn es keine ordentliche Angabe ist, zum Beispiel hatte ich was probiert und da kam dann die Lambertsche W-Funktion raus, das wird halt nicht angezeigt. Also man muss sich auf schulische Dinge, denke ich, in GeoGebra beschränken, was aber ja nicht so schlimm ist. So, ich möchte noch ein paar Kleinigkeiten zeigen, das heißt jetzt aus dem Bereich der Analysis und möchte hier noch ein bisschen was machen. Und möchte mal zeigen, also zum Beispiel kann man durchaus das CRS ja auch für niedrigere Klassen verwenden. Zum Beispiel gibt es den Befehl Teiler von der Zahl 135. Da wird nicht 8 als Teiler angegeben, sondern die Anzahl 8. Oder ich lasse mir die Teilerliste bestimmen für die Zahl 135. Ja. Kann man natürlich darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist, aber es ist eben möglich. Das ist das, was man auch von CRS kennt. Es sind eben andere Aufgaben dadurch möglich, wo es nicht darum geht, alle Teiler zu bestimmen, sondern eben das Ganze zu untersuchen, nicht? Ja, weiterhin, was zum Beispiel möglich ist, ich kann Gleichungen umformen. Man kennt das ja oder man kannte das vielleicht auch schon von Derive. Hier ist es so, wenn ich eine Gleichung definiere, zum Beispiel 3 mal x minus 5 ist gleich 10 minus 2x, dann wird hier die Gleichung zunächst mal nur übernommen. Wenn ich draufklicke, wird sie in die nächste Zeile übernommen. Nochmal, wenn ich das Ganze jetzt umformen möchte, kann ich zum Beispiel folgendermaßen machen. Ich mache eine öffnende Klammer und dann wird automatisch die passende Klammer dazu erzeugt. Ein Klick auf die Ergebniszeile davor und ich kriege das hier eingefügt. Und jetzt kann ich das Ganze zum Beispiel umformen. Vielleicht kommt der eine oder andere auf die Idee zu sagen, ah, ich teile durch 3. Und dann sieht man, dass das Ergebnis sicherlich nicht sehr viel schöner aussieht als vorher. Also wird hier den Schülern eben ermöglicht, beim Umformen so ein bisschen auszuprobieren. Was macht Sinn, was macht nicht Sinn? Wie finde ich also einen schnellen Weg? Und wenn man ein bisschen was ausprobiert hat, findet man dann vielleicht auch den schnellen oder den guten Weg, wie man zu der Lösung hinkommt. Ja. Also generell einfach runde Klammern um den Ausdruck vorher. Es muss eine Gleichung sein. Und dann wird das Ganze umgeformt. Und so kann man dann also schrittweise sich die Lösung zu dieser Gleichung bestimmen. Jetzt habe ich vergessen, vorher die Klammern zu machen. Und geteilt durch 5. Ja. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ich einfach hier das Lösen-Werkzeug verwende. Wo haben wir es? Da. Und dann kriege ich die Lösung halt direkt angezeigt. Aber dieser Weg ist hier sicherlich hilfreicher. Natürlich geht in dem CRS auch, was man ja auch kennt, die Umformung von solchen Ausdrücken, wie zum Beispiel binomische Formeln. Ich kann das Ganze auch umgekehrt wieder zerlegen. Finde Faktoren. Vielleicht ganz interessant auch für die Oberstufe, für Polynomdivisionen. Das ist ja dann alles hier auch verwendbar. Ja,
Was ich jetzt hier gerade beim CRS gezeigt habe, ist sicherlich nur ein ganz kleiner Anteil. Ich persönlich habe es noch nicht so intensiv verwendet. Und wenn ich es mal im Unterricht brauchen werde, muss ich mich auf jeden Fall noch intensiver damit beschäftigen. Wer Interesse hat, dem empfehle ich auf jeden Fall, nochmal in das Hilfe-Wiki zu gehen. Die CAS-Ansicht hier, diese Seite, liefert... Oh, jetzt ist hier gerade irgendwas verrutscht bei mir. Liefert also einiges an Informationen, was ich zum Beispiel noch nicht erzählt habe. Es gibt Zeilenbezüge, ich kann also auf eine bestimmte Zeile zugreifen, dynamisch auf eine bestimmte Zeile zugreifen. Und ja, ein Teil hiervon habe ich schon natürlich vorgestellt. Also da muss man sich auf jeden Fall nochmal beschäftigen, wenn man es benutzen will. Ansonsten, wie gesagt, ein Blick auf die Release Notes, wen es interessiert. Einen großen Teil, denke ich, habe ich jetzt schon vorgestellt. Und ich hoffe, dass die Benutzung der neuen Version jetzt nicht unbedingt nur Spaß macht, sondern natürlich auch produktiv ist. Falls es Probleme gibt, wird auf jeden Fall wahrscheinlich noch vorkommen, gerade wenn so eine Version mit einigen neueren rausgekommen ist. Gucken Sie zum Beispiel mal, was für eine Version haben Sie hier und melden Sie die zusammen mit dem Fehler im GeoGebra-Forum. Ich vermute mal, kommen wir hier, ja, unter F1 wird man auf das Hilfe-Wiki geschickt und unter Gemeinschaft und Forum finden Sie die Möglichkeit, hier nachzufragen, wo ich dann auch öfters mal eine Antwort gebe.